Samsung hat mich angerufen und gesagt, wir brauchen jemanden, der sich mal ein bisschen unseren Service anguckt. Macht immer nur den gleichen Pass. Manchmal werde ich ein bisschen sauer, wenn ich online Fußballspiele spiele. Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein! Bevor man einen Service testen kann, braucht man ja erstmal ein Problem. Geht der da rein oder was? Nee, ich beruhig mich jetzt. Ja, mach nur eine Flanke. Ey, das ist so lächerlich, Mann. Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist so lächerlich, Mann. Alter, ich glaube, ich habe das kaputt gemacht. Ja, schönen guten Tag. Donny O'Sullivan mein Name. Ich rufe an, da ich ein kleines Problemchen habe. Ja, der eine oder andere würde vielleicht eventuell sagen, dass das ein Riss ist, aber ja, es ist schon ein bisschen was zu sehen. So, ich habe jetzt bei der Samsung Service Hotline angerufen und mir wurden jetzt zwei Techniker vermittelt. Mit denen habe ich jetzt auch schon telefoniert und auf die warte ich jetzt. Also es war halt so, dass ich heute Morgen aufgestanden bin und wollte meine Serie gucken und dann sah das so aus. Kann man das reparieren? Reparabel ist es auf jeden Fall. Also das heißt, Sie können hier jetzt alles machen, ohne dass ich das jetzt irgendwie irgendwo hinbringen muss, den Fernseher oder was, oder wegschicken muss oder so, sondern ich könnte also theoretisch gemütlich mir jetzt ein Käffchen machen, was ich natürlich nicht mache, weil das ist unhöflich. Da würde ich natürlich für uns allen einen Kaffee machen. Ja, natürlich. Und dann wird das einfach ausgetauscht und dann war's das. Und danach sind wir wieder durch, dann können wir wieder Fernsehen gucken. Also, ihr seid ja jetzt extra für mich natürlich mit Kamerateam und so, seid ihr jetzt irgendwie sofort angerückt, ne? Wie ist dann das im echten Leben so? Wie lange dauert denn das, bis ihr mal beim Kunden seid, tatsächlich? Also, im Normalfall ein Tag. Ein Tag? Und von einem Tag zum nächsten. Eine Frage brennt mir noch auf der Seele. Was passiert denn jetzt eigentlich mit meinem geliebten alten Display, mit dem ich schon so viele Stunden verbracht habe? Das habe ich jetzt schon wieder eingepackt. Ja. Und das nehmen wir wieder mit. Das wird dann angemeldet, das wird retourniert zu Samsung. Mhm. Die werden dann die wieder aufarbeiten. Also es wird versucht, noch irgendwie zu retten, bevor man einfach was wegschmeißt. So, ich meine, das war's jetzt. Also ich bin dann jetzt auch fein raus. Kosten werden irgendwie... In diesem Fall machen wir es immer so, aber im normalen Fall ist das so, dass der Kunde das bezahlen müsste. Ach, wurde das gemerkt, dass ich das eventuell vielleicht auch ein bisschen nachgeholfen habe? Ich würde so gern helfen mit dem Tragen, aber ich habe einen Muskelkater. Herzlich willkommen bei meinem Folienabziehkanal.